Die Menschen beschreiben das hier so, dass der Zyklon eigentlich zwei Dinge gebracht hat. Zum einen natürlich extreme Winde von Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern. Und wenn man dann weiter ins Landesinnere geht, wo der Zyklon unglaublich viel Regen gebracht hat, unglaubliche Wassermassen. Man sprach zwischenzeitlich von einem entstandenen Binnenmeer, wo das Wasser zum Teil 4, 5, 6 Meter hoch stand und die Menschen zum Teil mehrere Tage auf den Bäumen verharrt haben, bis sie sozusagen evakuiert werden konnten. Wir sind hier in einem Camp, das heißt Johnny Segredo. Hier leben um die 500 Menschen und ungefähr 200 Kinder. Wir von der Notfallpädagogik sind hier mit einem Team von 12 Menschen und arbeiten mit den Kindern pädagogisch. Wir machen Kreise und arbeiten mit ihnen in Bewegung. Wir machen Kunsttherapie mit ihnen und versuchen ihnen dadurch einen Rhythmus in ihrem Leben wiederzugeben, den sie durch die schlimmen Erfahrungen der letzten Wochen verloren haben. Wir beginnen jeden Tag mit einem Anfangskreis, gehen dann in Kleingruppen, wie ihr das hinter mir seht, und schließen das Ganze wieder mit einem Abschlusskreis. Wir wurden von Save the Children gebeten, hier in einem child-friendly space mit den Kindern zu arbeiten. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Wir trennen die Kinder nach Altersgruppen. Wir sehen hier ein Teil dieses child-friendly space, ein Zelt. Hier sind die Jüngsten versammelt. Die hatten vorher schon sehr viel Gruppenarbeit, die haben im Kreis Rhythmusspiele und verschiedene Lieder gesungen und so weiter. Und im Moment haben sie gerade ein bisschen eine Ruhephase, wo sie eigentlich ein bisschen machen können, was sie wollen. Uns ist sehr wichtig, dass wir die Kinder nicht bloß unterhalten, sondern dass wir wirklich unser pädagogisches Konzept hier einfließen lassen können, dass wir also ganz gezielt auf die Traumatisierung und die verschiedenen Ebenen der Traumatisierung mit unseren Spielen, mit unserer Arbeit Einfluss nehmen. Hakuna matata. Sisi tunawapenda. Hakuna matata.